Tippen Sie im Hauptbildschirm auf Kalibrierung einrichten. Tippen Sie unter Prüfling auf Auswählen. Tippen Sie auf die Schaltfläche mit dem Plus, um einen neuen Prüfling hinzuzufügen. Geben Sie einen Namen und eine Seriennummer für Ihren Prüfling ein. Passen Sie gegebenenfalls die Stabilisierungszeit an. Wählen Sie aus der Liste den passenden Typ für Ihren Prüfling. Es stehen Widerstandsthermometer, Thermoelemente, Prüflinge mit Strom- und Spannungssignalen, Temperaturschalter und IATD-Thermometer zur Verfügung. Wenn in der Liste kein passender Typ enthalten ist, wählen Sie unspezifizierter Prüfling. Für Widerstandsthermometer und Thermoelemente wählen Sie aus der Liste die passende Toleranzklasse. Für Prüflinge mit Strom- und Spannungssignalen, Temperaturschalter und IATD-Thermometer geben Sie den konstanten und relativen Teil der Formel ein. Wählen Sie aus der Liste aus, ob die Prüflingstemperatur manuell oder automatisch erfasst werden soll. Bevor Sie den Prüfling hinzufügen, können Sie noch Änderungen vornehmen. Tippen Sie dazu auf eines der Felder und nehmen Sie Ihre Änderung vor. Wenn alle Eingaben korrekt sind, tippen Sie auf Prüfling hinzufügen. Ihr Prüfling wurde erfolgreich hinzugefügt. Tippen Sie im Hauptbildschirm auf Kalibrierung einrichten. Tippen Sie unter Prüfling auf Auswählen. Wählen Sie den Prüfling aus der Liste aus, den Sie bearbeiten wollen. Tippen Sie dann auf Bearbeiten. Je nach Typ des Prüflings können Sie unterschiedliche Eigenschaften bearbeiten. Wenn Sie eine Eigenschaft bearbeiten wollen, tippen Sie das Feld an und nehmen Ihre Änderung vor. Wenn Sie alle Änderungen vorgenommen haben, tippen Sie auf Speichern. Ihr Prüfling wurde erfolgreich aktualisiert. Tippen Sie im Hauptbildschirm auf Kalibrierung einrichten. Tippen Sie unter Prüfaufgabe auf Auswählen. Tippen Sie auf die Schaltfläche mit dem Plus, um eine neue Prüfaufgabe hinzuzufügen. Geben Sie einen Namen für Ihre Prüfaufgabe ein. Sie können außerdem das Verhalten der Prüfaufgabe ändern. Eine Standardprüfaufgabe enthält Prüfpunkte, Prüflinge und die Kalibrierfunktion.
Wenn Sie die Standardprüfaufgabe nach Ausführung ändern möchten, werden Sie gefragt, ob Sie die Aufgabe kopieren oder überschreiben möchten. Eine Permanentaufgabe enthält ebenfalls Prüfpunkte, Prüflinge sowie die Kalibrierfunktion und dient als Vorlage. Vor einer Kalibrierung gibt es eine Abfrage, bei der Sie für jeden Prüfling einen Namen und eine Seriennummer eingeben können. Wählen Sie die Kalibrierfunktion aus. Fügen Sie einen oder mehrere Prüfpunkte hinzu. Wählen Sie das Verhalten des Kalibrators am Ende der Kalibrierung aus. Sie können einen oder mehrere Prüflinge Ihrer Prüfaufgabe hinzufügen. Wählen Sie den Prüfling aus und tippen Sie zur Aufgabe hinzufügen an. Wenn Sie alle Prüflinge zur Aufgabe hinzugefügt haben, tippen Sie Prüfaufgabe hinzufügen an. Ihre Prüfaufgabe wurde erfolgreich hinzugefügt. Tippen Sie im Hauptbildschirm auf Kalibrierung einrichten. Tippen Sie unter Prüfaufgabe auf Auswählen. Wählen Sie die Prüfaufgabe aus, die Sie bearbeiten möchten. Tippen Sie anschließend auf Bearbeiten. Sie können den Aufgabennamen, die Prüfpunkte sowie das Verhalten am Ende der Kalibrierung, die Prüflinge und Kalibrierfunktion ändern. Um den Aufgabennamen zu ändern, tippen Sie unter Aufgabenname auf Auswählen. Geben Sie den neuen Namen der Aufgabe ein. Um die Prüfpunkte und das Verhalten am Ende der Kalibrierung zu ändern, tippen Sie unter Prüfpunkte auf Auswählen. Fügen Sie einen neuen Prüfpunkt über das Plus hinzu. Wenn Sie einen Prüfpunkt bearbeiten möchten, wählen Sie ihn aus und tippen auf Bearbeiten. Sie können Prüfpunkte einfach durch Antippen der Pfeilspitzen nach unten und oben verschieben. Über Prüfpunkte berechnen können Sie Prüfpunkte in einem Intervall hinzufügen, Prüfpunkte wiederholen oder vorhandene Prüfpunkte sortieren. Wählen Sie die gewünschte Option und bestätigen Sie Ihre Auswahl. Das Verhalten des Kalibrators am Ende der Kalibrierung können Sie über die Schaltfläche Verhalten am Ende festlegen. Sie können zwischen sicherer Temperaturbereich, erster Prüfpunkt, letzter Prüfpunkt und ausgeschalteter Temperaturregelung wählen. Wählen Sie die gewünschte Option und bestätigen Sie Ihre Auswahl. Zum Löschen eines Prüfpunkts wählen Sie ihn aus und tippen auf Löschen. Wenn Sie alle Änderungen an den Prüfpunkten und dem Verhalten am Ende vorgenommen haben, tippen Sie auf Speichern.
um Prüflinge der Aufgabe hinzuzufügen oder von der Aufgabe zu entfernen, tippen Sie unter Prüfling auf Auswählen. Prüflinge, die der Aufgabe hinzugefügt sind, sind mit einem Haken und einem Hinweis gekennzeichnet. Wenn Sie einen Prüfling hinzufügen möchten, wählen Sie ihn aus der Liste aus und tippen auf Zur Aufgabe hinzufügen. Wenn Sie einen Prüfling entfernen möchten, wählen Sie ihn aus der Liste aus und tippen auf Von Aufgabe entfernen. Verlassen Sie das Fenster über den Zurückpfeil. Um die Kalibrierfunktion der Aufgabe zu ändern, tippen Sie unter Kalibrierfunktion auf Auswählen. Wählen Sie die gewünschte Kalibrierfunktion aus der Liste aus und tippen Sie auf Auswählen. Tippen Sie im Hauptbildschirm auf Kalibrierung einrichten. Tippen Sie unter Kalibrierfunktion auf Auswählen. Wählen Sie die Kalibrierfunktion, die Sie bearbeiten möchten. Wenn die Funktion von Werk aus schreibgeschützt ist, tippen Sie zunächst auf Kopieren. Die kopierte Funktion lässt sich anschließend bearbeiten. Tippen Sie auf die Eigenschaft, die Sie bearbeiten möchten. Wenn Sie alle Änderungen vorgenommen haben, tippen Sie auf Speichern. Die Kalibrierfunktion wurde erfolgreich aktualisiert. Tippen Sie im Hauptbildschirm auf Kalibrierung ohne Zertifikat. Die aktuelle Kalibrierfunktion wird in der unteren Leiste angezeigt. Wenn Sie eine andere Funktion verwenden möchten, tippen Sie auf Kalibrierfunktion wählen. Tippen Sie auf Prüfpunkt eingeben. Geben Sie einen Prüfpunkt ein. Der Prüfpunkt wird angefahren und gehalten. Sie können den Prüfpunkt auch schnell über Plus und Minus ändern. Tippen Sie auf Stopp, um die Kalibrierung zu beenden. Tippen Sie im Hauptbildschirm auf Kalibrierung mit Zertifikat. Wählen Sie eine Prüfaufgabe aus der Liste aus. Bevor Sie die Kalibrierung starten, können Sie den Namen, die Kalibrierfunktion, die Prüfpunkte und die Prüflinge bearbeiten. Wenn Sie die Prüfaufgabe bereits ausgeführt haben, erscheint ein Ausrufezeichen neben dem Stift. Wenn Sie zum Beispiel die Prüfpunkte bearbeiten wollen, werden Sie gefragt, ob Sie eine Kopie der Prüfaufgabe erstellen oder die Prüfaufgabe überschreiben wollen. Wählen Sie eine der beiden Optionen.
Bearbeiten Sie die Prüfpunkte und speichern Sie Ihre Änderungen. Wischen Sie den Schieberegler nach rechts, um die Kalibrierung zu starten. Tippen Sie auf die Schaltfläche für die Live-Ansicht, um die gemessene Temperatur des Referenzfühlers in Echtzeit zu verfolgen. Wenn Sie Temperaturfühler kalibrieren, die an das integrierte Messinstrument angeschlossen sind, können Sie hier ebenfalls die gemessene Temperatur der Prüflinge verfolgen. Wischen Sie die Statusanzeige nach links, um weitere Informationen zur laufenden Kalibrierung zu erhalten. Wenn Sie bei Datenerfassung manuelle Eingabe gewählt haben, erscheint eine Eingabe für den Prüflingswert. Geben Sie hier den Wert ein. Nachdem der erste Prüfpunkt erfasst wurde, können Sie die erfassten Daten zum Prüfpunkt einsehen. Wenn die Kalibrierung abgeschlossen ist, sehen Sie, ob die Prüflinge innerhalb der Toleranzklasse liegen. Das Testzertifikat können Sie über Kalibrierergebnisse anzeigen im Hauptbildschirm einsehen und exportieren. Tippen Sie im Hauptbildschirm auf Kalibrierergebnisse anzeigen. Wählen Sie eine Kalibrierung aus der Liste aus. Standardgemäß werden nur abgeschlossene Kalibrierergebnisse angezeigt. Falls Sie alle Kalibrierungen sehen möchten, wählen Sie alle Kalibrierergebnisse. Sie können das Zertifikat exportieren, wenn ein USB-Speichermedium eingesteckt ist. Tippen Sie auf Ergebnisse anzeigen. Tippen Sie auf einen Prüfpunkt, um detaillierte Informationen zu erhalten. So sehen Sie auf den ersten Blick, ob der Prüfpunkt innerhalb der erlaubten Abweichung liegt. Tippen Sie auf Zertifikat anzeigen für eine Vorschau des Zertifikats. Tippen Sie auf Verlauf anzeigen für einen zeitlichen Verlauf der Prüfpunkte. Sie können sich die Kalibrierergebnisse entweder als CSV oder als PDF-Datei exportieren.
Tippen Sie im Hauptbildschirm auf Benutzereinstellungen. Hier können Sie verschiedene Einstellungen für den aktuellen Benutzer vornehmen. Tippen Sie auf Vor- oder Nachname, um Änderungen vorzunehmen. Über Sprache können Sie zwischen den verfügbaren Sprachen für die Bedienoberfläche wählen. Wählen Sie zwischen den Temperatureinheiten Grad Celsius, Grad Fahrenheit und Kelvin. Tippen Sie auf Sound, um die Benachrichtigungstöne ein- oder auszuschalten. Wenn Sie einen Benutzer hinzufügen, wechseln oder löschen möchten, tippen Sie auf Benutzer wechseln. Zum Hinzufügen eines neuen Benutzers tippen Sie auf die Schaltfläche mit dem Plus. Geben Sie den Vor- und Nachnamen ein. Tippen Sie auf Benutzer hinzufügen. Wenn Sie einen Benutzer löschen möchten, wählen Sie einen Benutzer, der nicht aktiv ist. Tippen Sie dann auf Löschen. Wählen Sie einen Benutzer aus, den Sie verwenden möchten. Tippen Sie anschließend auf Auswählen. Speichern Sie Ihre Änderungen. Tippen Sie im Hauptbildschirm auf Einstellungen. Hier können Sie verschiedene Einstellungen für den Kalibrator vornehmen. Sie können das Datum und die Uhrzeit über Datum einstellen. Sie können die Uhrzeit und das Datum manuell einstellen und speichern. Wenn der Kalibrator mit dem Internet verbunden ist, können Sie die Uhrzeit automatisch abrufen. Setzen Sie das Häkchen und wählen Sie Ihre Zeitzone aus. Speichern Sie anschließend die Uhrzeit und das Datum. Die Zeit für die Mittelwertbildung des Prüflings stellen Sie über Prüfling-Durchschnittsberechnungszeit ein. Die Netzwerkeinstellungen können Sie über IP-Adresse vornehmen. Der Einstellungstyp DHCP konfiguriert automatisch die Netzwerkeinstellungen, wenn der Kalibrator mit dem Netzwerk verbunden ist. Wählen Sie den Einstellungstyp statisch, wenn Sie die IP-Adresse, die Subnetzmaske und das Gateway manuell einstellen möchten. Wenn Sie ein USB-Speichermedium eingesteckt haben, können Sie ein Backup der Datenbank des Kalibrators exportieren und importieren. Tippen Sie auf USB-Speichermedium auswerfen, bevor Sie den USB-Stick entfernen.